Hallo liebe Zuschauer. Es ist sehr traurig, dass es in unserer Welt eine große Anzahl von grausamen Menschen gibt, die ihre ganze Wut an Tieren abreißen. Tausende von Haustieren sterben in Qualen. Glücklicherweise retten manchmal gute Menschen Tiere, die am Rande des Todes stehen. Diese Geschichte hat ein gutes Ende. Mitarbeiter des Tierrettungszentrums wurden informiert, dass ein gebundener Hund an einem verlassenen Ort liegt. Als die Freiwilligen vor Ort eintrafen, sahen sie das unglückliche Tier. Das Tier konnte nicht einmal um Hilfe rufen. Schließlich wurde ihr auch der Mund gebunden. Das Tier befand sich in einem schrecklichen Zustand. Der Hund hat seit Tagen weder gegessen noch getrunken. Sie wurde einfach in der sengenden Sommersonne sterben lassen. Die Freiwilligen bemerkten, dass der Hund sich kürzlich gefühlt hatte. Aber ihre Kinder waren nirgendwo zu sehen. Der Hund wurde in eine Tierklinik gebracht. Hier wurde sie ausgetreten und geheilt. Die Mitarbeiter des Tierrettungszentrums gaben ihr den Spitznamen Esperanza, was aus dem Spanischen übersetzt Hoffnung bedeutet. In der Tat, die Hoffnung stirbt zuletzt. Nach der Behandlung wurde Esperanza in ein Tierheim gebracht. Aber der Hund hat es nicht geschafft, lange darin zu bleiben. Nur wenige Tage nachdem sich der Hund im Tierheim niedergelassen hatte, fand er neue Besitzer. Jetzt tut die neue Familie alles, was sie kann, damit das Haustier all die schlechten Dinge vergisst, die in der Vergangenheit passiert sind. Sie wollen, dass Esperanza den Menschen nach wie vor vertrauen kann. Freunde, unterstütze den Kanal mit Gefällt mir und abonniere ihn. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in den nächsten Ausgaben.